Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was soll man nach drei solchen Reden noch Neues sagen? Deswegen werde ich mich versuchen, kurz zu halten. Liebe Freundinnen und Freunde, morgen wählen wir unsere Listenkandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl. Und wir haben eine unglaubliche Qualität und Auswahl. Mit Katja, mit Wolfram und mit aktuell 37 Bewerbungen. Sie alle und noch viele mehr von euch könnten kandidieren, um Sachsen ökologischer, weltoffener und sozialer zu machen. Aber das ist ja auch kein Wunder. Wir sind mittlerweile über 2100 Mitglieder, wir haben über 1200 Kandidaturen zur Kommunalwahl und wir werden dabei von vielen Parteilosen unterstützt. Aber bevor wir morgen unsere Liste wählen, wollen wir uns heute noch mal kurz, und ja, der Leitantrag ist für grüne Verhältnisse sehr kurz, wie dann auch gleich meine Rede, wollen wir uns noch mal mit der Frage beschäftigen, warum wir hier eigentlich Politik machen und was wir verändern wollen. 29 Jahre CDU-Herrschaft haben sich wie Mehltau über dieses Land gelegt. Ein Regierungswechsel ist dringender denn je erforderlich. Das haben uns und viele mehr die langen Jahre der quasi Alleinherrschaft der CDU deutlich gemacht. Sie bevormunden die Bürgerinnen und Bürger, biedern sich den Verfassungsfeinden der AfD an und setzen ihren zukunftsvergessenen Kurs fort. Aber das ist Ansporn für uns, die Politik in diesem Land zu verändern. Und ja, wir wollen sie verändern. Wir wollen gestalten für eine neue politische Kultur, für Werte des Miteinanders und in Verantwortung für die kommenden Generationen. Und wir haben die Chance dazu. Denn ob und wie wir sie nutzen, lässt sich jetzt noch nicht vorhersehen. Nach 29 Jahren täte es dem Land gut, die CDU von der Macht abzulösen. Wir sind bereit dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Wir streiten für ein weltoffenes, ökologisches und gerechtes Sachsen. Und dafür gibt es Partner, mit denen es mehr Gemeinsamkeiten gibt als mit anderen. Ob es jedoch Mehrheiten jenseits der CDU geben wird, ist heute pure Spekulation. Für uns steht im Vordergrund, mit euch allen und vielen mehr, das stärkste grüne Ergebnis zu erreichen, denn Mehrheiten jenseits der CDU sind aktuell allein von unserer grünen Dynamik und Stärke abhängig, liebe Freundinnen und Freunde. Als ich 2002 als noch junger Praktikant bei uns Grünen anfing, waren wir in Sachsen in der außerparlamentarischen Opposition. Als wir 2005 wieder in den Landtag einzogen, hatten wir 2500 Stimmen mehr als nötig. 6,4% und 5,7% waren die weiteren Ergebnisse 2009 und 2014. Jetzt sieht das anders aus. Bundespolitischer Rückenwind, die Konjunktur unserer Themen und eine sukzessive, stetige, gute Arbeit der Partei, und das seid ihr alle, und der Landtagsfraktion haben uns neue Horizonte eröffnet. Denn wir sind auch eine andere Partei geworden. Doppelt so viele Mitglieder wie 2009. 50% mehr als 2014. Wie viel Prozent wir in den Umfragen jetzt aber haben, ist dabei vollkommen egal. Wir haben die Chance, zweistellig zu werden. Und das muss auch unser Ziel sein. Und ich bin wahnsinnig stolz auf euch. Denn wir alle und noch viele mehr haben uns diese Chance hart erarbeitet. Das war jetzt ein Satz zu früh. Danke an euch alle hier im Saal und die vielen da draußen, die mit uns mitfiebern und viel von uns erwarten. Und sie erwarten zu Recht viel von uns. Wir tragen die Hoffnung all derer, die sich ein anderes Sachsen wünschen, die sich einen Politikwechsel wünschen. Wir werden sie nicht enttäuschen, denn ein grüner Politikwechsel ist notwendig und möglich. Und dafür kämpfen wir alle und noch viele, viele mehr da draußen. Vielen Dank.